Heyo, hier ist wieder Tahu Hyuga und es geht weiter mit Let's Play Pink Panther. So, jetzt wollte ich in diesem Part mal ausprobieren, ob das denn funktioniert. Was der brauchte war genau sowas. Wehe, wenn's nicht geht. Pass auf, was du mit dem Zahn anstellst, er ist scharf. Nein! Das kann doch jetzt echt nicht sein. Nein! Ach, mal sehen, irgendwas müssen wir damit ja anfangen können. Irgendwas. Boah, wie der sich in seinem Ohr poolt. Muss man sowas hören können? Ich will zu dem Heißluftballon. Vielleicht kann der ja was damit anfangen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich weiß, warum ich früher als Kind das nicht hinbekommen habe. Er ist zu klein. Es wird nicht funktionieren. Ah. Haben wir denn überhaupt nichts, was hier irgendetwas bringen kann? Ich möchte diesen Schnabel nicht berühren. Ah! Mann! Vielleicht haben die Tiere in der Safari ja was zu sagen. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Was soll ich tun? Ist kein Vogel. Ist auch kein Pflanzen. Ich glaube nicht, dass die auf sowas Appetit haben. Mano, das Teil. Ich glaube nicht, dass die auf sowas Appetit haben. Das. Ich glaube nicht, dass die auf sowas Appetit haben. Ich glaube nicht, dass die auf sowas Appetit haben. Komm, sag's noch 20 Mal. Dann hab ich's verstanden. Also schön. Keine Ahnung. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verzweifelt. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich nicht. Was haben die für Probleme in diesem Spiel? Ich dreh gleich durch. Keine Ahnung. Ah, was zur... Man kann nie wissen, wann einem ein Krebs nützlich sein kann. Das ist was Seltenes, okay. Gut, ist jetzt die Frage, habe ich jetzt da was von? Hört zu, ihr Bugis. Ich glaube, es ist genug da für alle. Hast du ein Glück. Aus Krebsen kann man eine herrliche Krebssuppe machen. Läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Schön zu wissen. Boah. Was haben die denn für einen Blick drauf? Köstlich. Die leckersten Krebse, die ich je gegessen habe. Jetzt denke ich mal, ich kann jetzt, das in Ruhe nehmen. Wenn die Suppe fertig ist und die Krebse herrlich duften, merkt vielleicht keiner, wenn ich ein paar Haifischflossen einstecke. Ich komme voran. Yay. Köstlich. Das ist jetzt ein Erfolgserlebnis. Tut mir leid, da muss ich gerade ein bisschen... Ich hatte schon das Gefühl, ich muss hier irgendwie jede Möglichkeit, die überhaupt in dem Spiel vorkommen könnte, einmal durchgehen. Das wäre es ja gewesen.
Am besten erlegt der damit jetzt. Erlegt er jetzt, wenn er wieder schwimmen kann, dieses Vieh, und das kann ich dann dem Typen geben. Das wäre es noch. Aber nein. Das ist. Wow, Strange Blood. Du hast tatsächlich dein Versprechen gehalten. Ich bin wieder ein kompletter Hai. Gesund und frei wie ein Hai. Ich kann wieder alles verschlingen, was mir in die Quere kommt, und meine lebenswichtige Rolle in der Nahrungskette weiterspielen. Das ist nämlich mein Job, weißt du? Naja, vielleicht werde ich Veganer. Du weißt schon, einer von denen, die nicht mal Milchprodukte essen. Es wäre schön, wenn du mir jetzt ein wenig helfen würdest. Ich sitze mit dem Segelboot fest, weil kein Lüftchen weht. Könntest du mich mitnehmen? Ich bin ein großer Fisch mit einem großen Herzen. Ich will dir gerne helfen. Oh. Ich krieg ihn nicht angeklickt. Na. Vielleicht, wenn ich an die Oberfläche gehe. Oh. Es ist doch niemals einfach. Mal sehen, was haben wir jetzt davon? Ich fragte, was haben wir jetzt davon? Ah, okay. Oh, das ist cool. Er ist dahin. Zur Echseninsel, wie du es wünschst. Echseninsel heißt das Teil. Alles klaro. Claro Matico. Die Musik schon wieder. Hm. Hey, eine Seite aus meiner Enzyklopädie. Was? Hau lieber ab, bring dich in Sicherheit. Gleich kommen die Warane, die fressen alles, was ihnen in die Quere kommt. Ich hasse Warane. Auf dem Schild heißt es, alle Warane seien in dieser Richtung zu finden. Nur die, die auf Touristen warten, um von ihnen gefüttert zu werden. Sonst laufen die Warane auf der ganzen Insel frei herum. Meine Möbel vibrieren total, vielleicht hört man's ja. Das ist eine Touristenfalle. Wow. Oh nein, das ist das Ende. Das ist meine Ende. Dieses Schinken-Sandwich kriegst du nicht. Leckeres Schweinchen. Leckeres Schweinchen. Lässt du mich vielleicht gewissermaßen unter Umständen leben? Beim giftigen Speichel auf meinen züngelnden gelben Zünglein. Nein. So, jetzt kommt ein Lied. Ja, viel Spaß beim Sehen. I never want to hurt nobody, baby. Maybe you could say it's kind of in my nature. Yeah. See, I'm equipped with serrated sharp teeth. Deadly saliva makes my bite smell less than sweet. Swallow my prey whole, that means hoofs, coat, and gizzard. Do not attempt to adjust your monitor, lizard. If you thought that dragons just live.
Muss ich sagen, ganz schön gut. Ach, jetzt muss ich sogar was machen. Haben wir denn das irgendwas zum Problem lösen? Nein. Nein. Meine Zähne sind viel furchteinflößender. Okay. Was hast du vor? Was soll ich schon vorhaben? Ich greife mir ein Schinkensandwich, du Trottel. Und jetzt hau ab! Warum so viele Umstände? Die Touristen da drüben spendieren tote Ziegen. Dafür sehen sie uns dann beim Fressen zu. Das ist jedenfalls wesentlich bequemer, als einem nervösen Schinkensandwich nachzujagen. Ich bin nicht so ein gezähmtes, faules Tier. Ich bin ein wilder, weiblicher Varan. Und wenn ich gut drauf bin, dann lege ich 30 Eier auf einmal. Außerdem jage ich für mein Leben gern. Und für den Fall, dass du es vergessen solltest, Komodo-Warane sind Kannibalen. Überhaupt sind wir ziemlich gefährlich.